Hallo zusammen, ich hatte euch das letzte Mal erzählt, dass wir uns einen anderen Wagen zulegen werden und das ist ein Kartergo geworden. Leider hat dieser Kartergo noch zwei Bleibatterien, 80 Ampere und das reicht uns hinten und vorne leider nicht, da uns die zwei Batterien 80 Ampere in Blei hinten und vorne nicht genügen, wäre es an der Zeit, etwas anders zu bauen. Ich habe mich dafür Lithiumzellen entschieden. Der Batterieraum im Kartergo Schick C-Liner 4.9 ist leider sehr klein gehalten. Die Maße der Batterien sind 350 mm in der Länge, 175 mm in der Breite und 190 mm in der Höhe. Das ist relativ sehr klein, wenn man jetzt auch noch rechnet, dass in der Breite 2x175, da kommt man im Ganzen auf 350 mm, das wären so 35 cm, das ist relativ sehr klein. Und damit habe ich mich auf dem Markt etwas umgeschaut, welche Zellen das ungefähr der in Frage kommen. Ich hätte sehr gerne die Zellen genommen von Eve mit 280 Ampere pro Stunde. Aber leider Gottes, in den Maßen passen diese nicht vorne und nicht hinten. Die Breite wäre 72 mm mal 4. Das wäre leider sehr groß geworden, für dort im Batteriekasten einzubauen. Darum habe ich mich entschieden, für die Eve zu nehmen von 202 Ampere pro Stunde. Damit werden wir dann zwei komplette Batterien bauen und die dann in den Batteriekasten einbauen. Mit den Maßen müsste es hinhauen, das sollte jetzt kein Thema sein. Ich wäre natürlich nicht Pascal, wenn ich nicht schon etwas vorbereitet hätte. Das Ganze liegt im Keller und das wollen wir uns jetzt ansehen. Wir sind jetzt hier im Keller bei mir angekommen und das Projekt liegt mal wieder hier auf meinem Werkzeugtisch und ich werde euch das jetzt Schritt für Schritt erklären. Wie man sehen kann, sind das hier zwei verschiedene und komplette Batterien. Hier ist ein Teil von 200 Ampere und der andere Teil ist dann gegenüber. 2x 200 Ampere machen 400 Ampere im Ganzen. Das Ganze ist dann geregelt über zwei verschiedene BMS. An die BMS sind dann angeschlossen mal wieder die Temperaturkühler hier, zwei Stück. Das werden wir noch befestigen. Und dann auch noch die Bluetooth-Geschichten hier für die BMS zu steuern, respektive für die Batterie zu überwachen. Das Ganze hat dann auch einen Hauptschalter. Das ist dann dieser hier. Der ist im Moment nicht richtig angeschlossen, gebe ich ehrlich zu. Das ist ja nur ein Versuch, den ich hier aufgerichtet habe. Aber hernach kommen zwei Kabel hier rein und einer geht hier raus. Und das ist dann auch der Hauptschalter für die Batterien an- und auszuschalten. Hier ist auch noch eine Sicherung verbaut. Das ist eine 125 Ampere. Das ist dann die Seite. Und wie gesagt, jede Batterie hat seine Sicherung von 125 Ampere. So ist dann auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Und dann zum Schluss haben wir noch hier den Shunt verbaut von Victron, das ist an 500 Ampere. Interessant ist, er geht über Bluetooth, das heißt, mit dem Handy kann ich die ganze Sache hier überwachen. Und da habe ich auch noch einen Temperaturkühler dran angeschlossen. Und zwar hier am Pluspol. Damit habe ich auch noch die Temperatur der Batterie im Auge. Hier ist noch ein anderer Temperaturkühler, der ist noch nicht angeschlossen im Moment. Der wird aber angeschlossen danach, wenn alles angebaut ist, an diesen Solarregler von Victronic. Das ist dann 430er. Das heißt, er hält über 400 Watt aus. Das sollte jetzt kein Thema sein. Der wird einfach hier angeschlossen und damit hat sich die ganze Geschichte. Er ist auch gedacht, für dann die Temperatur der Batterie zu überwachen, soll die zu warm sein oder zu warm werden, besser gesagt, dann schaltet das Ding hier automatisch aus. So, ich komme jetzt nochmal zurück zu den zwei BMSen. Wie man sieht, ist hier eine links, hier ist eine rechts. Und die sind dann mit den verschiedenen Batterien verbunden. Ich habe das Ganze hier auf eine Plexiglasplatte geschraubt, die unten einfach mit Winkel festgemacht ist. Diese BMS werden nicht nur danach mit Kabel
Halter oder Kabelradchen festgehalten. Ich werde die auch noch festkleben mit doppelseitigem Klebeband. Wir wollen jetzt nachmessen, ob diese beiden Batterien wirklich in den Batteriekasten passen vom Cartago. Wir erinnern uns, in der Breite hatte eine Batterie 175 mm, also zwei Stück müssten dann 350 haben. Und wir können hier dann nachschauen. Ja, da haben wir 350 mm, 35 cm. In der Höhe, da hatten wir gesagt 19 und dann war noch 2 cm Spiel. Wir haben jetzt hier eine Höhe von fast, was sagt man dazu, 22,6 mm. Da bin ich jetzt allerdings gespannt, ob sie in der Höhe reinpasst oder nicht. Und dann in der Länge, da hatten wir auch, ich glaube, 35 cm, also 350 mm. Und wir sehen hier, wir liegen ungefähr so bei 30 cm oder noch kürzer, 29 cm liegen wir hier. Und das ist okay. Das dürfte jetzt kein Thema sein, um die Batterien jetzt zu befestigen. Wie man hier sieht, kann man das Ganze über App hier steuern. Ich mache aber jetzt ein paar Screenshots hier und werde das Ganze erklären oben auf dem Computer. Das geht besser wie hier mit dem kleinen Bildschirm, da sieht man sowieso nichts. Die Dali BMS und Victron haben hier eine App auf meinem Handy. Die kann man relativ sehr einfach damit steuern. Hier ist die Dali BMS App. Hier sieht man die zwei BMS dann. Wir gucken uns jetzt die 605 hier an, die Einstellungen davon. Hier ist dann, wie gesagt, die BMS mit der 605. Hier sind die Einstellungen. Sieht man die maximale Zellenspannung, minimale Zellenspannung, durchschnittliche Zellenspannung und dann differenzielle Spannung ist 0,126 Volt. Könnte etwas besser sein, gebe ich ehrlich zu. Aber mit der Zeit normalisiert sich das. Die zweite Einstellung ist dann die Zellenspannung maximal 3,6 Volt habe ich eingegeben. Das ergibt dann eine Spannung von 14,4 Volt. Spannungsschutz 2,75 Volt ergibt eine Gesamtspannung von 11 Volt. Das heißt, bei 11 Volt schaltet automatisch die BMS dann aus, um nicht die Zellen zu schädigen. Maximaler Strom, hier habe ich eingestellt 75 Ampere, also die Zellen können maximal mit 75 Ampere geladen werden. Maximale Stromentladung sind 150 Ampere, die BMS gibt nur 150 Ampere her und daher hat das keinen Sinn für da höhere Ströme einzustellen, das ist Quatsch. Dann nehmen wir die Zelleneigenschaften, echte Batterie. Lithiumzellen, also LiFePO4, Nennkapazität 200 Ampere haben die Zellen und so weiter und so fort. Hier habe ich nichts verstellt, soweit ich mal im Bilde bin. Den Rest habe ich so gelassen, wie es wäre. Anderes Bild hier bei den Einstellungen der BMS, Anzahl der Boards, also eine BMS hat sie nur 4 Zellen, da werden da gesteuert. Und nur ein Temperaturfühler. Nächste Temperaturschutz. 45 Grad bei hohen bei Ladeschutz. Das heißt, wenn die Batterie geladen wird, über 45 Grad, darf die Zelle nicht erreichen. Und sonst schaltet sie aus. Entladungsschutz bei niedrigen Temperaturen, das ist 0 Grad. Wenn man die Zellen entlädt, über 50 Grad schalten die Dinger auch aus. Und dann Entladung bis minus 20 Grad habe ich eingegeben, ist auch okay. Und für den Rest habe ich mal alles sein gelassen. Der letzte Parameter von der Systemeinstellung habe ich im Grunde genommen auch nichts verändert. Passwort kann man immer noch nicht ändern. Jetzt kommen wir zu dem Victron. Den Smart Chant braucht man nicht hier drauf zu drücken, dann wird man automatisch per Bluetooth weitergeleitet.
Hier sieht man dann die Einstellungen, das heißt, die Batterie hat 14,56 Volt im Moment. Strom wird weder geladen noch entladen. Verbrauchte Ampere sieht man auch nicht allzu viel und so weiter und so fort. Hier ist was Interessantes, die Temperatur. Ich habe ja da ein spezieller Temperaturfühler eingebaut und 18 Grad hat dann die Zelle, respektive die Batterie hat 18 Grad am Pluspol. Hier sieht man dann den Verlauf. Minus tiefste Entladung, ich habe den mal 114 Ampere da rausgezogen, einfach nur als Test und so weiter und so fort. Energie mit Kilowatt und so weiter und so fort. Wen das interessiert, kann das sehr gerne nachschauen. Wie gesagt, das Einzige, was mich da interessiert, ist, wie viel Power haben wir noch in der Batterie und der Rest ist mir relativ Länge mal Breite. Das Ganze nochmal als Schema. Und ich glaube, hier ist das Schema etwas vergrößert worden. Ich werde jetzt das Ganze auseinanderschrauben. Ich habe jetzt die zwei Batterien hier getrennt. Hier sieht man dann die zwei Blöcke mit den Anschlüssen für die BMS, respektive mit den Temperaturfühler für die verschiedenen Gerätschaften. Wie habe ich hier diese Blöcke zusammengeschraubt? Das ist relativ sehr einfach zu erklären. Hier sieht man das am besten. Ich habe als Unterlage, wie gesagt, so eine HPL-Platte genommen. In den Maßen von den Akkus. Links und rechts habe ich ebenfalls HPL-Platten genommen. Unten habe ich sie mit Sikaflex geklebt und dann verstärkt mit Alu-Winkel. Das hier ist ein Winkel für dann die zwei BMS zu befestigen. Oben habe ich Gewindestangen genommen. Und die habe ich dann geschützt, die Gewindestangen mit Flexrohr oder flexibles Rohr, damit da eine Isolierung ist zwischen den Zellen, habe ich wieder die ABS-Platten genommen. Das sind diese Dinger hier. Die sind einfach mit Panzertape draufgeklebt, respektive zwischen den Zellen braucht man sie nicht zu kleben. Und für den Rest ja wieder Kabel, respektive Verbinder, hier oben, Zellenverbinder genommen. Und das wäre es im Grunde genommen gewesen. Mehr ist das nicht und mehr wäre es nicht. Und wie gesagt, Hutschienen für sie dann am Boden zu befestigen. Hutschienen ist relativ interessant. Die haben genau den Winkel von 6 mm hier für die Dinger da zu befestigen. Da braucht man nur noch Perlscher rein zu bohren. Für dann unten am Boden Schrauben reinzudrehen und das wäre es normalerweise gewesen. Ich habe diese BMS auch etwas umgeändert. An die Pole hier habe ich da Schrumpfschlauch gemacht und den Kabel hier habe ich verlängert, um dann an den Schrank zu fahren, sonst wäre der zu klein gewesen. Mit Stoßverbindern geht das relativ sehr fein. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, die Kabel hier haben 25 Quadrat, das sind die Hauptkabel, die auf den Hauptschalter kommen. Und vom Hauptschalter gehen sie mit 35 Quadrat zum Hauptpol hier. Und genau hier an diesem Pol werden jetzt die alten Batterien, respektive die Bleibatterien, angeschlossen. Auch hier am Schand, der wird mit 2x25 Quadrat gefüttert von der Hauptbatterie hier. Ich fahre dann weiter mit 35 Quadrat an diese Schraube hier, respektive auf diesen Strompfosten, wo dann auch wieder die Kabel der Bleibatterie drankommen. Natürlich auch hier wieder ein Schutz über den Kabel. Und das ist dann okay. Das ist alles überdimensioniert für den Zweck, wo ich es brauche.
Höchster Verbraucher ist der Wechselrichter mit 1800 Watt. Wenn ich das so richtig jetzt ein bisschen ausrechne, das sind dann so 160, 170 Ampere, die er verbraucht. Mit 250 Ampere abgesichert, müsste das 100% hinhauen. Da ist noch eine relativ sehr große Reserve da. Was noch zu sagen ist, der Victor und Smart Shunt macht die Updates automatisch und somit braucht man sich da um nichts zu bekümmern. Mein Fahrzeug wird in den nächsten Tagen ankommen und dann werden wir zusammen diese Batterien einbauen. Ich hoffe, ich konnte mal wieder dem einen oder dem anderen eine gute Idee geben. Für den Rest bleibt gesund. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, könnt auch vielleicht ein Abo da lassen. Vielen Dank und dann sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.